Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 hier auf der Gnadental-Map. Und wie beim letzten Mal gesagt, ich habe hier nochmal zwei Walzen gekauft. Hier, ne? Der Klaas, der darf jetzt walzen. Und der New Holland ebenfalls. Na, haben beide die gleiche bekommen. Abmarsch. Und dann werden wir nämlich die ganze Ackerfläche hier viel, viel schneller bearbeiten und bestellen können. Die haben auch glaube ich 15 Meter Arbeitsbreite. Die fahren 20 km/h, das ist eigentlich voll okay. Bin gerade am überlegen, ob wir die Arbeitsgeschwindigkeit noch erhöhen wollen. Warte mal, wir müssen mal in den anderen Cluster rein. Vorwände und so. Du, mein Freund. Nee, warte mal. Eigentlich macht er seine Sache hier doch richtig gut. Wir brauchen wir hier nichts machen? Bin gerade ein bisschen verwundert. Erstaunt und... Okay. Naja, wir lassen die einfach mal machen hier. Vielleicht kriegen sie ja die Ackerfläche einfach fertig. Wäre natürlich schon cool. Warte mal. Hatten wir hier unten eigentlich schon die Walz gehabt? Als Vorwände? Ist nämlich ein bisschen weit her, die letzte Aufnahme. Ja, so wie es aussieht, ist hier schon immer Vorwände gewalzt worden. Dann dürften die hier eigentlich keine weiteren Probleme erleiden. Ja. Okay. Okay, sehr, sehr gut. Hört ihr das hier die ganze Zeit? Ständig, ne? Meine komische Armlehne von meinem Stuhl hier. Unfassbar teuer, das Ding. Sitzkomfort, 1A mit Sternchen, plus, plus. Aber Armlehnen ist der letzte Schund, ne? Irgendwo hast du halt immer Problemchen, aber okay. So, andere Thema. Wir müssen mal auf den Hof gehen. Und zwar, wir haben halt den Dröschkasten hier gekauft. Und dazu das Schneidwerk, was da hinten rum steht. Besser gesagt, alleine rumliegt. Steht ja nicht, das liegt ja rum. Da habt ihr heute, also heute in den Kommentaren kam nämlich das Video, wo wir das gekauft haben. Ich habe doch den Schneidwerkwagen vergessen. Ganz ehrlich, ich würde hiermit erstmal probieren, dass wir ohne Schneidwerkwagen klarkommen, weil, ne, dann liegt das hier rum, dann bauen wir das an und dann fahren wir los und dann klappt das schon, hoffentlich irgendwie. Müssen wir mal sehen. Na, die Baumwolle ist am Wachsen, ist schon mal sehr, sehr schön. So, genau, dann habt ihr gesagt in den Kommentaren, schau doch mal in den Baumreihen nach, also nicht die, die wir selber gepflanzt haben, wahrscheinlich, oder etwa doch, nee, ich glaube, die originalen Baumreihen, da sollen auch noch Sammelobjekte sein. Jetzt ist die Frage, wollen wir uns eine Spur machen und da mal so durch den Unterholz durchstöbern oder lieber nicht? Habe ich die Bäume weggebracht? Aber auch nicht gemacht. Na, sag mal. Ja, na, die lassen wir erstmal da liegen. Vielleicht kommen wir irgendwann nochmal dazu, dass wir das machen. Was ich eigentlich noch haben wollen würde, da können wir mal in den Shop gucken, rein aus finanzieller Sicht. Weil, fand ich doch sehr interessant, hier, er hier, mit den AR-Frame, der kostet 12.500. Wir gucken da mal rein. Ihr werdet nachher schon sehen, warum. Sofern er das denn geladen hat. Ich habe auch festgestellt, hier der Spielstand, der hatte sehr, sehr, sehr lange gebraucht zum Laden. Jetzt hat das. Okay. So, wir nehmen das doppelt beachst an der Triebachse. Wir machen hier auch das schöne grobe Profilruf. Ne? Wir wollen damit auf den Acker fahren. Felgen. Ja, Felgen interessant. Nein. Ja, nein. Nein. Das sind die ganz normalen Stahlfelgen, ne? Die würden auch hin. Ach komm, wir nehmen die. Ah ja, was sind, sag mal, was sind denn hier alles an Felgenmöglichkeiten? Das ist ja der Hammer. Ne, komm, wir nehmen die hier, damit bin ich glücklich. Mudflaps. Ja, warum eigentlich nicht? Ja, komm. Was war denn das hier? Eine Rearbar. Ne, sowas brauchen wir nicht. Rundumleuchte brauchen wir auch nicht. Extra Lampen können wir unten auf jeden Fall anbauen. Das ist nicht schlecht. Simple IC brauchen wir nicht. Hufeisen, ja. Das überschneidet sich leider. Das ist schade. Hauptfarbe. Jetzt geht das los. Warte mal. Was ist das hier? Das ist sehr, sehr dunkel, ne? Ah.
cool. Na doch, das geht schon so. Felgenfarbe. Die machen wir mal in. Joa, was haben wir hier noch? Weiß? Nein. Dann hätten wir hier noch dunkles Stahl. Da, da, da. Also Felgenfarben ist ja der Hammer. Nee, warte mal. Ich fand das so eigentlich am besten. So, wir haben keine geteilten Felgen. Das ist egal. Der kostet 15.800. Wir nehmen den. Und dazu brauchen wir einen. Oh, wartet bei Anhänger? Bin mir gerade nicht so sicher. Oder wir gucken erstmal bei Überladewagen, denn da möchte ich kabeln. Einmal. Ah, hier sind sie beide. Der Gerät und der Gerät. So, wir nehmen den. Volle Ausbaustufe. Breite Reifen bitte und ein langen Auger für 11.100. Und Gerät diese. Volle Hütte, langer Auger. War jetzt teuer, ne? Knapp 40.000 haben wir dafür hingelegt. Aber damit können wir jetzt dauerhaft Dünger und Saatgut in die Sämaschine nachfüllen, wenn wir denn mal große Felder haben und da den Erker einfach leer läuft. So war mein Plan. Da wir ja noch mehr große Sämaschinen kaufen wollen in naher Zukunft, sofern die finanziellen Möglichkeiten das hergeben, wäre dieses Fahrzeug sehr praktisch bei großen Feldern mit der Aussaat. Dann brauchen wir damit nicht immer nach Hause eiern, voll machen, wieder hinfahren, weitermachen, sondern können direkt vor Ort nachtanken und ab die Post. Na? Klingt nach einem guten Plan, hoffe ich. Wenn es so läuft, wäre noch besser. Ja. Hier scheint alles zu laufen, so wie es aussieht. Der Helfer hat bis hier gewalzt. Hier sind wir bei 100% Ehre. Das wird richtig viel Mais werden. Voll geil. So, was sagt denn der Big Bad füllstandstechnisch? Wir können aber auch den neuen LKW abholen. Da steht da. Dann bauen wir mal die Kombi zusammen. So, das hatte ich auch. Warte mal, ich sitze hier wie so ein Affe auf dem Schleifstein gerade. Das ist gerade nicht so angenehm. Warte. So. Ach. Das hatte ich auch irgendwann mal in der Mod-Vorstellung gehabt, das Ding hier. Fand ich optisch eigentlich sehr schön. Hat mir sehr, sehr gefallen. Hatte ich dann auf dem amerikanischen Farmland ausprobiert, für gut befunden. Und siehe da. Da ist er schon. Da haben wir so angekumpelt, ne? Kabelei. Hängt zwar ganz schön stramm an Wind hier, die ganze Deichsel, aber hey. So, und damit können wir jetzt ein Bein frei auf dem Feld und die große Sämaschine füttern, wenn sie denn mal leer läuft. Eine andere Frage, wo ist denn unsere kleine Walze? Hier, ach da. Der kommt gerade zurück. Schnell ist er nicht. Achso, warte mal, ich wollte die Walzen sowieso von der Geschwindigkeit nochmal anpassen, ne? So. Haben wir hier 20, ne? Wollen wir mal 24 machen? Hat er jetzt genommen? Ah, ist okay. So, warte mal. Er hier. Nee, er da. Genau das gleiche. Dann schmeißen wir ihn mal nochmal raus und dann werden wir hier auch mal die Arbeitsgeschwindigkeit leicht erhöhen. Na? So, sollte vielleicht klappen. Wir werden sehen. Hier wollte ich hin. Genau, wir machen mal die Karre hier voll und dann haben wir vielleicht zwar schon das Glück, dass die Sämaschine leer läuft. Wir könnten damit theoretisch auch die andere befüllen. Na, hier machen wir jetzt Saatgut und Dünger rein und dann ist das soweit erstmal erledigt, das Thema. Sieht schon komisch aus, wenn da der kleine Pinockel da hinten dran hängt, oder? Aber glaub mir, das ist eine feine Sache. So, machen wir auf ganz entspannt, weil das wird hier noch eine ganze Weile dauern, bis das Feld bestellt ist. Vorteil. Wir haben die letzten Arbeiten am Laufen. Ne, die Walze läuft hinterher. Sobald die Walze durch ist, braucht man mit dem Acker nicht mehr anstellen. Und da die Baumwolle auch soweit schon fertig ist, könnten wir dann theoretisch vorspulen. Wir sind im April. Gucken, was das erste schnittreif ist. Was hatte ich gesagt? Mais wollen wir häckseln, ne? Oder wollten wir Mais dröschen? Ich hab dir gesagt, wir wollten Mais dröschen, ne? Ja. Frage. Sammelobjekte. Diese Bäume, Baumreihen oder die Strip, wo wir das dann mit der Kettensäge dran rumgefriemelt haben.
weil oftmals haben wir jetzt schon hier so kleine Bäumchen gehabt, wo einfach mal so ein Ahornblatt dran hing. Das ist aber die Nadel im Heuhaufen, die man dann sucht, ne? Oh, wir fahren einfach, wir haben LKW, wir haben dadurch automatisch die Vorfahrt. Und was ich sehr, sehr gerne bauen würde, wo ich mich doch zu entschlossen habe, wäre ein Zaun hier vorne lang. Ja, ein Zaun. So, guck mal, der kleine Anhänger hier hinten, der hängt da ganz nervös hinterher. Der schon rumschwabbelt und die wabbelt. So, wir befüllen. Ich würde sagen, wir machen erst den Anhänger. Oh, Lager ist leer, ne? Verdammte Hacke. Mineraldünger haben wir noch 10.000. Wollen wir kaufen? 44. 34. So, pass auf. Sonst funktioniert das nicht so richtig. Wenn wir das zusammenhängen, dann können wir beide befüllen gleichzeitig. Weil sonst erkennt man nur einen Trigger. Das ist immer sehr, sehr, sehr merkwürdig und schwierig. Keine Ahnung warum. Aber wir haben jetzt ein Saatgut- und Dünger-LKW. Ist doch okay, oder? Kann man ja mal machen. Ich finde den cool eigentlich. Den werden wir auch nicht oft brauchen. Den haben wir jetzt einfach und gut ist. Wir können auch den Motor ausschalten. Ich will mal gucken, ob der Anhänger hinten wegschwobelt oder ob das funktioniert. Warte mal, zeig mal. Nö, der steht fest. Sehr schön. Guck mal, wie leise das hier reinläuft. Man hört gar nichts. Ja, nischt. Ich wollte gerade sagen, hä? Da ist ja auch nichts drin. Doch, ist voll. Wir standen in der Füllplane deswegen. So, wo lassen wir den Apparat? Den sollten wir vielleicht wirklich irgendwo unter Dach und Fach stellen, ne? Weil wir ein Dünger und Saatgut hier... Ah Gott, der Wenderadius. Ach du Schande. Der braucht ja 8 Fußballfelder hier. So. Okay, Schimmelberg, ne? Beide ordentlich voll. So, gefällt mir das. Ich hätte eigentlich vorne lieber Saatgut gehabt und dahinter Mineraldünger, aber hey. So, wir lassen den mal hier stehen. Vielleicht brauchen wir ihn ja bald. Da Mais relativ schnell verbraucht ist vom Saatgut her, können wir mal gucken, was denn die Gerätschaften so an Verbrauch haben und ob da schon Bedarf herrscht. Ne, okay, also er hat ihn ja noch ordentlich drin. Ich denke mal, wir müssen ihn nicht mehr nachfüllen, ne? Wenn die hier fertig sind, dann... Oh, warte mal, da vorne wird doch mal interessant. Jetzt fährt er nämlich hier mit seiner Arbeitsbreite da vorne an die Ecke. Mal gucken. Aber er ist dann auch eigentlich bald fertig. Passiert da nicht mehr viel, ne? Aber das Schöne ist, wir müssen dann nicht mit den Aircard immer bis an die Silos ranfahren. Wir können da, wo es steht, können wir dann halt einfach mit einem LKW beladen. Da sind wir sehr, sehr flexibel. Ist unter Umständen angenehmer. So, was ist denn hier mit der ganzen Walzerei? Na, ist ein bisschen zuppelig, ne? Wahrscheinlich wieder nach einem Update müssen wieder eine Milliarde Sachen hier laden und verarbeitet werden. Okay, er ist hier dabei, er ist hier dabei. Ich habe das Gefühl, die Walze holt hier unsere Sämaschine bald ein, oder? Ja, kann ja mal passieren. Guck mal, wie er hier rumspringt. Boing, 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 boing. Na, kriegst du ordentlich die Bandscheibe in der Karre hier. Und seekrank wirst du auch. Kannst du schön aus der Tür rauskotzen. Ist gleich Dünger. Ich liebe Big Bad Traktoren. Könnt mir den ganzen Tag in die Karre reinsetzen und den einfach stundenlang tausende Hektar einfach bearbeiten lassen. So, was macht er? Zieht er durch? Ey, halt. Und Gott sei Dank waren wir gerade da. So, runter das Ding, an das Ding. Und bitte einmal kräftig durchziehen. Ja? So. Wenn wir was machen, dann bitte ordentlich. Das ist ein Riesenfeld. Ich bin schon gespannt, wie das nachher ist, wenn wir das hier dröschen. Ja. Haben wir für den Kleendrescher eigentlich einen Mais hier bis? Ich glaube ja, ne? Können wir gleich nochmal gucken. Wir haben ja die Zeit. Ist eigentlich sehr entspannt heute, ne? So.
Müssen wir hier nochmal ganz schamlos umdrehen. Nochmal die Frucht kaputt fahren. Und Kontostand technisch haben wir das Geld gut ausgegeben, so wie es hier aussieht. Ey, eieiei. Warte mal, an den Bäumen kann theoretisch auch überall so ein olles Ahornblatt kleben. Ja, Baumreihen technisch generell. Warte mal, da vorne? Da könnten wir mal lang, oder? Wenn wir eh gerade hier sind, könnten wir eigentlich immer. Ich finde das voll geil. Man kann eigentlich recht präzise mit den Dingern hier fahren. Sieht zwar immer so aus, als wäre man mit den großen Traktoren und den riesen Anbaugeräten sehr unbeholfen. Aber mit ein bisschen Übung kriegt man die relativ punktgenau dahin gefahren, wo man sie haben will. Und das klappt eigentlich recht gut. Wie gesagt, ich habe im 17er mit den Dingern schon die ganze Zeit auf den Feldern rumoperiert. Und daher ist, glaube ich, die Leidenschaft für die großen Traktoren hier entstanden. Finde die mega. Ohne Quatsch, wenn ich die Wahl hätte, würde ich zwischen dem Xerion und dem Big Bad, vorziehen. Klingt komisch, ist es auch. Aber ja, was willst du machen? So, wir sind mal frech und steigen mal aus und latschen mal hier über den Acker zur Baumreihe. Dann gucken wir mal, ob wir hier vielleicht nochmal das eben oder andere Ahornblatt finden. Wäre eigentlich ganz cool. Weil wenn wir jetzt noch 2-3 Mark dazu bekommen, dann wären nämlich die Helferkosten wieder refinanziert. So. Und so. Wir machen mal Licht an. Es ist nur die Frage, von welchem Blickwinkel soll man hier gucken. Also in den Kommentaren stand, zwischen den Baumreihen findest du auch noch welche. Da ich aber diese komische Konsole nicht habe, was ihr meintet, wo du dir dann sämtliche Colli-Boxen und sowas anzeigen lassen kannst, ist das schwierig. Ihr habt doch gesagt, manche Sammelobjekte sind bei den Häusern unter der Erde. Damit ist das Thema sowieso erledigt. Werden wir dann nie finden, ne? Vor allem hier auf dem Boden gucken, geht ja gar nicht. Also, ich kann mich ja nicht auf Beete konzentrieren, auf Baumstamm und auf Fußboden. Ich habe auch gerade im Hinterkopf unsere Sämaschinen, die werden bald aneinander knallen, weil, ne, die arbeiten stark aufeinander zu und da müssen wir wahrscheinlich einen von beiden bald rausnehmen. Aber hier sieht es erstmal so aus, als würden wir hier nichts finden. Also sind noch sehr, sehr viele Sammelobjekte versteckt hier. Ich weiß ja nicht, wir haben 60, 70 oder so, wenn überhaupt. Und hier sind ja 100 auf der Map und weiß ich nicht, haben wir alle Bäume abgegrast? Falls hier auf dem Boden welche liegen, dann haben wir die 100 pro sowieso übersehen, aber... Hier sehe ich gerade keine. Oder ich laufe viel zu schnell und dann kann man sie gar nicht sehen. Oder hier in der Baumreihe sind generell gerade keine versteckt. Aber hey. So. Aber ihr seid ja richtige Füchse. Ab und an, ne? Da bin ich echt erstaunt, was ihr so in den Videos alle seht. Weil wenn ich das hier aufnehme und mich drauf konzentriere, dann läufst du halt einfach mal an Schild vorbei, obwohl du ein Schild suchst und du stehst hier noch davor und siehst es nicht. So beispielhaft gesagt. Ja. Ich bin nämlich auch schon an Sammelobjekten vorbeigerannt, wo ich mir dann in den Kommentaren gesagt habe, hey, da, schaut mal, geh doch mal dahin, da war was, guck doch mal, holt da, ah, hallo. Na siehst du, wenigstens eins, ist ja schon mal okay. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt zurückgehen, hängt auf der anderen Seite vom Baum vielleicht auch noch eins. Ja, aber komm, das machen wir jetzt nicht. So, mich würde das hier viel mehr interessieren. Der fährt jetzt da oben. Oh, cool. Dann kommt der mit die kleine Seemaschine zurück. Und dann können wir den Big Bad hier vorne nämlich schon aus der Spur nehmen. Warte mal, wir können ihn so ja jetzt schon aus der Spur nehmen, weil da das mit seiner Überlappung nicht so richtig funktioniert, können wir den Streifen hier schon mal selber erledigen. Wir fahren einfach ein Stück nach links. Und dann passt das schon. So, siehst du, volle Arbeitsbreite. Das wird hier jetzt erledigt. Und dann hat die Seemaschine, die dann hier hinten wieder hinterherkommt, die andere weniger zu tun. Heißt, Helferkosten sparen. Weil, ich glaube, die hat ein bisschen, die Seemaschine hat 18 Meter Arbeitsbreite oder so. Und ich glaube, der Yogi hat hier in die Mod 20 Meter Arbeitsbreite eingeschrieben. Ja, jetzt ist das Ding, ich persönlich weiß nicht, welchen Wert ich ändern muss, dass der dann auch die 20 Meter als Helfer erkennt, weil er arbeitet halt trotzdem mit seinen 18 Meter. Deswegen hat er starke Überlappung. Ist die Fehlerquelle noch geringer? Das ist auf jeden Fall richtig, aber hey. So.
Wir haben ein Sammelobjekt gefunden. Ich bin gerade richtig stolz. Vor allem vielen, vielen Dank dafür, da hier so sehr viele Bäume noch stehen. Ist das Potenzial für weitere Sammelobjekte sehr, sehr hoch. So, dann werden wir mal unseren neuen LKW ausprobieren. Nehmen wir mal in Position, laden über und dann können wir so wunderbar die Seemaschine befüllen und müssen da nicht unter den Siebe krabbeln. Dann können wir die nämlich sauber machen, reparieren und wegstellen. So, hier im ersten Trichter will er nämlich Saatgut haben. Dann müssen wir einfach durchfahren. Na, noch ein Stück. So, na siehst du wohl. Ziemlich cool, finde ich das. Schon voll, ne? Ja. So, dann müssen wir hier gleich mal den Schnorchel umschwenken. Ist der Anhänger leer? Ne, Saatgut ist auch voll. Hat ihn auch erreicht. Ist ja krass. So. Der Big Bad ist sehr laut, ne? Wenn wir zurückfahren, passt der Drehschemel technisch hier? Sieht erstmal ganz okay aus. So. Sehr schön. Das Ding ist voll. Da können wir zusammenpacken. Dann sind wir mit der Maisaussaat nämlich auch schon soweit durch. Dann müssen wir nur noch warten, bis die da fertig sind mit der Walzerei. Und dann hätten wir alles in Sack und Tüten. Sehr, sehr schön. So, gleich mal immer durch reparieren den ganzen Apparatismus hier. Okay, ist alles nagelneu, hat sich ja nicht gelohnt. Dann eben ab und am Kärcher. Jetzt ist Waschtag und dann können wir wegparken. Das war sehr, sehr erfolgreich. So, jetzt bin ich gespannt, wie ist denn das hier mit der ganzen Wascherei? Na, das war mir klar. Ha, dann machen wir das. Wir machen die mal aus, damit uns hier die Ohren nicht wegfliegen. Und dann kärchern wir mal oldschool, wie früher. So. Einfach feste drauf und irgendwann ist der ganze Schmutz ab. Also ich muss euch ehrlich sagen, diese Instant Wash Mod. Ich möchte eigentlich nicht mehr ohne spielen. Also ich hasse dreckige Traktoren. Man kann Schmutz halt auch ausstellen. Gehört aber dazu. Ich finde Kärchern mega ätzend. Deswegen ist die Instant Wash Mod der Hammer. Für mich. Ich liebe es. Mit der Hand Kärchern ist so, naja, wenn es nicht sein muss, dann macht man halt lieber nicht. Und Abfahrt. Jetzt ist die Frage, wollen wir den Big Bad da einfach dran lassen? Oder wollen wir die Bienenonkels hier abstellen? Und dann weiter schauen. Oh, warte mal, wird auch langsam voll hier auf dem Hof, ne? Hoho. Da schreit die Kuh. Das ist fantastisch. So, warte mal, hier ist eine Lücke. Wir fahren hier nochmal unterm Baum. Sollte ja locker passen. Guck mal, hier steht er doch perfekt. Ab das Ding, Traktor weg. Dann hätten wir schon mal eine Sache weniger. Oh Gott, wo stand denn der? Stand der hier neben? Wir stellen den einfach mal hier neben. Kennt ihr das, wenn man sich richtig schon verschluckt? Ach, das hatte ich gerade. Fantastisch. Ekelhaft. So, was macht denn die andere Seemaschine eigentlich? Der Kollege ist im letzten Atemzug hier. Sehr, sehr schön. Ja, 18 km/h. Okay. Der Traktor hat doch ein bisschen Stress mit dem Ding hier. War auch mehr so eine Übergangsseemaschine, weil ab und an hatte ich so ein paar Macken. Das war auf der Elm Creek schon gewesen, da hatte ich die Seemaschine schon und
Ab und an verspannt sich hinten der Ausleger, ne? Dann hast du ganz komisch so eine verklemmte Sämaschine, wo der Trecker richtig zu zotteln hat, weil da irgendwas irgendwie, ne, kollitechnisch so ein bisschen über den Boden schleift. Ich denke mal, die werden wir ausmustern, sobald wir die zweite große Hatzenbichler haben. So war nämlich mein Plan, dass wir uns ein Ding nochmal anlachen. Ja. So, die Walze kommt ja nämlich auch mal bedrohlich immer näher und näher. Aber wenn die Sämaschine hier durch ist, dann haben wir da schon mal sehr viel geschafft. Weil das Feld zu bestellen, da hatte ich eigentlich meine Sorge mit. Und ganz ehrlich, die Sache mit der Mineraldüngerproduktion, dass da der Mist richtig genutzt wurde, sag ich mal in Anführungsstrichen, fand ich eigentlich auch vom Zeitpunkt her perfekt. Deswegen habe ich jedoch ausgenutzt. Also eigentlich ist ja, ne, das ist ja Cheaten sein Vater normalerweise, ne, Geld erschummeln. Aber wenn die Spielmechanik sagt, hier nimm alles, nimm noch mehr, schlafende Runde, nimm einfach alles, dann machen wir das natürlich, ne. Deswegen haben wir jetzt neue Fahrzeuge und alles ist cool, kein Kredit mehr. Also geldtechnisch auf jeden Fall stark von Vorteil gewesen, die ganze Aktion. So, da vorne ist das Ende. Dann haben wir das Feld erfolgreich bestellt. Wie gesagt, die Walzen, die machen hier ihr Ding. Guck mal, er ist schon daneben. Der andere ist hier auch gleich in der Spur. Kann eigentlich nicht mehr so lange dauern. Denke ich, hoffe ich. So. Dann klappen wir das Ding mal zusammen. Dann machen wir hier klar Schiff. Voll machen. Sauber machen. Reparieren. Und dann hätten wir glaube ich. Ne? Wie gesagt, die anderen Beeten müssen hier noch zu Ende walzen. Das dauert noch eine ganze Weile. Nur striegeln braucht man nicht, weil es vorher flücht. Unkraut, nein. Gott sei Dank. So, wir gucken nicht. Wir fahren einfach. Hoppala. Oh, habt ihr gesehen? Der Trecker hatte gerade Flugzeit. Da ist ja ein schöner Huckel drin, obwohl wir es ausgebügelt haben, aber okay. Und ich sehe gerade, mit der Sämaschine kommen wir hier nicht unter dem Trigger. Warte mal, wir versuchen mal. Vielleicht geht es ja trotzdem. Wir können ja auch die Augerrohre noch ein bisschen hochklappen, weil hier ist noch echt viel Mineraldünger drin. Ne, warte mal, halt. Warte mal, ne, Saatgut, doch. Oh, geht aber stramm nach oben. So. Eigentlich sind diese Überladedinger der Hammer. Habe ich, wie gesagt, mal eine Mod-Vorstellung gemacht dazu. Irgendwo wird man die finden. Wie die heißen, weiß ich gerade aus dem Kopf auch nicht genau. Okay, mal hier. Ah, ist aber ein harter Strahl. So. Hat den Vorteil, wenn die Sämaschine wirklich mal auf dem Feld leer läuft, brauchen wir nicht zurückfahren, sondern wir können direkt vor Ort befüllen. Ist schon mal sehr schön. Machen wir die komplett voll? Nee, ne? Wie viel hat man hier drin? Oder hatten wir die voll? Ich glaube, wenn wir 20-20 machen, dann sind wir da sehr, sehr gut dabei, oder? Oder ist jetzt schon zu viel? Warte mal, wir machen mal 16 und Dünger 20. Reicht mir schon. Kriegen wir sowieso nie wirklich alle. Dann werden wir nochmal reparieren. Dann können wir die wegparken. Hatten wir die in der Garage stehen oder hat die draußen nicht standen? Ich weiß es gar nicht mehr. So, der hat schon ein paar Mark mehr gekostet. Immer waschen. Und dann würde ich sagen, die Sämaschine. Ach komm, eigentlich können wir die draußen lassen, oder? Dann brauchen wir uns die Halle nicht so zumüllen. Apropos Halle, da würde ich sehr gerne beim nächsten Mal noch die ein oder andere mit dazustellen wollen, dass wir da irgendwie mal klar Schiff kriegen. So. Zack, jetzt haben wir alles durchgewaschen. Sehr, sehr schön. Ja, dann suchen wir uns mal ein Plätzchen für die Sämaschine. Da neben den Striegel sieht das wirklich sehr, sehr gut aus. Ach, wie herrlich. Baumwolle. Da bin ich ja mal richtig gespannt.
Ach so, ich habe die Pickup von der. Ich wollte eigentlich hier rechts daneben. Warum bin ich jetzt hier gefahren? Das ist egal. Ich habe die Pickup von der Ballenpresse leicht verbreitert. Habe ich auf der Kleines Land Let's Play Folge schon mal irgendwo gesagt. Macht dich besser, wenn wir über diese dicken, fetten Haufen vom Dröscher fahren. Dann können wir die nämlich ordentlich wegräumen, ohne dass was liegen bleibt. Und dann ist alles einfach schöner, wenn die Felder sauber sind. Und Frage wird beantwortet: Wir haben für beide Dröscher Mais gebissen. Perfekt. Und da lagen die gerade dumm rum. So, die Aussaat für den Mais ist soweit durch. Okay. War der LKW jetzt leer? Ja, ich glaube ja. Dann können wir hier nochmal befüllen, ne? Das ist teuer. Das ist richtig teuer. Wir haben noch 175.000. Dann bringen wir den LKW noch weg. Aber ich finde den optisch halt voll cool irgendwie. Wir hätten den auch mit einer einfachen Triebachse nehmen können, aber ich finde es links bereift. Der sieht irgendwie so zusammengeschustert aus. Irgendwie gefällt mir das, ich mag das. Mit dem Anhänger da hinten dran ist schon irgendwie ein bisschen ulkig. Komm, dann stellen wir den hier neben. Dann machen wir hier halt gar nichts rein. Dann kann ich festbacken, dann kann ich durchgammeln, wenn es mal wirklich regnet, weil Wettervorhersage sagt halt, es ist Regen an Start. Von daher, glaube ich, steht er hier ganz vernünftig, der kleine Mann. Na? So. Warte mal. Kriegen wir das hier vielleicht so gut abfotografiert? Das wäre der Hammer. Machen wir einfach mal. Mal gucken, was daraus wird. Oder vielleicht so nochmal? Hm? So. Okay. Was macht denn der Kuhstall? Da haben wir beim letzten Mal, glaube ich, alle klar, Schiff gemacht zu weit. Vorgespult haben wir nämlich nicht. Sagte die Kuh. Hier ist drin Gülle 0. Mist sehen wir nicht. Okay. Mist 0. Vielleicht ist der Mist im Silo. Ja, da ist die Debatte gerade in den Kommentaren hochgeschlagen. Mit dem ganzen Triggern und alles. Und Sojabohnen haben wir und Stroh haben wir. Warte mal, Sojabohnen? Wann können wir denn die verkaufen? Die waren doch auch bald, oder? Im Juni. Wir haben April, Mai, Juni. Zweimal schlafen und dann geht das los. Ja, so was macht denn unsere Walzi-Schichte da hinten? Die sind noch fleißig dabei. Kann sich aber nur noch um Stunden handeln, oder? Was sagt denn die Mappe? Zeig mal. Na? Also manchmal hat er echt seine Momente. Das dauert ewig. Und ich habe sogar schon die Spielstände gelöscht hier. Western Wilds und Fox Farm. Ja, die sind die Schichte. Oh, der speichert aber lange. Manchmal habe ich da so meine Bedenken bei. Hier fällt mir irgendwie nicht so. Ja, jedenfalls habe ich die Spielstände gelöscht. Ich glaube, habe ich die Maps auch aus dem Mod-Ordner rausgeschmissen? Weil jede Map, die du im Mod-Ordner hast, die wird halt jede Mal beim Spielstart mitgeladen und dementsprechend wird es halt, ne, aufeinander aufbauend immer verzögerter, langsamer, schwieriger, nerviger, zeitraubender, anstrengender. Deswegen, also map-technisch habe ich da eigentlich sehr gerne immer nicht so viele Mod-Ordner. Und ja, was ist denn hier los? Warum ist denn hier nur. Und fehlt hier ein bisschen Dünger auf der Wiese anscheinend. Das ist aber nicht schön. Apropos Wiese, ich habe noch gar keine Ahnung, wie wir da das Gras mähen wollen. Ja. So. Die Weizen machen hier ihr Ding. Freunde, ich glaube, das war's für heute, oder? Haben wir sehr entspannt die Maisaussaat zu Ende gebracht. Freut mich, die neuen Weizen sind am Sachen machen. Die fahren irgendwie nur 22 und wo ich da ein bisschen mehr eingetickert habe. Ist ja auch real. Na? Die werden hier noch ein bisschen brauchen. Die arbeiten zwar schon aufeinander zu, aber ja, ein paar Minütchen werden sie noch brauchen hier, denke ich mal. Guck mal, die können sich noch nicht mal gegenseitig sehen. Und ich habe echt schon überlegt, ob wir den Acker hier vielleicht nicht einfach nochmal teilen oder so. Würde, glaube ich, für das Spiel selber
von Vorteil sein, wenn wir dich hier separat nochmal bearbeiten. Und ich habe echt Bock auf Feld 28. Wenn wir dann hier einen Schnitt durchhauen und das dann vierteln, wäre auch okay. Weil selbst die Felder hier, die sind schon übelst groß. Sieht zwar hier auf der Map nicht so aus, weil die Map ist halt auch gigantisch. Ja. Wenn du dir hier mal so ein Feld hier unten anguckst, das hier, die sind riesig, die sind alle groß. Das hier auch, das ist ein richtiger Schinken von Feld, das hier auch, weil das ist ellenlang. Ja, wie gesagt, also da habe ich schon überlegt, ob wir uns hier nicht vielleicht die Felder nochmal teilen. Na, mal sehen. So, da vorne können Sie sich sehen und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, macht den Quatsch und Rinni hauen.